Hallo meine Freunde der Sonne, da sind wir wieder und wir gucken uns von Tourette Revinside Diss-Track Making Off an. Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Und heute mal zu etwas, worauf sehr viele schon gewartet haben. Ja, ne? Ihr habt seit mehreren Monaten immer wieder sehnsüchtig nachgefragt, wann denn endlich der Diss-Track gegen Rewe geredet. Der ist schon draußen. Und heute ist es endlich soweit. Hier hinter uns seht ihr das Musikstudio. Wir werden heute den Diss-Track aufnehmen, werden euch dabei ein bisschen mitnehmen, so Making-of-mäßig. Und haben dafür natürlich einen Special-Guest eingeladen, weil wir alle wissen, wurden nicht nur wir gedisst, sondern auch Lukas. Und deswegen haben wir uns gedacht, es wäre doch geil, wenn Lukas was geht ab, auch Leute? Eine Zeile im Diss-Track hat. Oh, shit. Freust du dich? Ich bin übelst gehalten, Mann. Ich auch. Ich glaube, es wird krass. Es wird auf jeden Fall krass. Wir nehmen euch auf jeden Fall in der ganzen Sache mal so ein bisschen Making-of-mäßig mit beim Musikvideo drehen hier im Studio und hoffen, dass euch das gefällt. Und sehen uns dann gleich drinnen. Genau. Guck mal, der Jan hat schon den Kampfblick, so. Rewe wird jetzt richtig auseinandergenommen. Ja, ich habe auch eine Line und ich werde es genießen. Hast du dir jetzt ein Bier auf, oder? Nein, ich will eine Cola. Und wenn man hier reinkommt, ist hier das Mikrofon und hier wird gleich der Song aufgenommen. Das ist gerade das erste Mal, dass ich rappe. Nicht zu verwechseln mit diesem Supermarkt. Gisela will lieber mit der U-Bahn fahren. War das aggressiv genug? Nein! Achtung, Spinner! Nicht zu verwechseln mit diesem Supermarkt. Nicht zu verwechseln mit diesem Supermarkt. Halt deine Fresse! Jo, nicht zu verwechseln mit dem Supermarkt. Gisela will lieber mit der U-Bahn fahren. Gisela will lieber mit der U-Bahn fahren. Alter, das klingt, aber warum? Ich von einem hohen Turm runterspringen will. Gisela möchte lieber mit Namen steht für Lauf. Rewe, dessen Stimme ohne Autotunings taugt. Ach, wird der Luca jetzt auch gedisst? Alle werden gedisst, so auseinandergenommen wie das jüdische Volk damals. Au, 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 au. Aua! Egal. Du hattest mich nach dem Hallo. Hallo. Das L in deinem Namen steht für Lauch. Rewe, dessen Stimme ohne Autotunix taugt. Boah, Junge! Wow. 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 Hier! Monster! Geil. Zu gut einfach. Zu gut. Boah, Gisela ist voll in Popform, ne? Gisela will hier jetzt Rewe auch mal richtig Porn in die Fresse hauen, ne? Aber richtig Porn in die Fresse hauen. Dass die Lichter nie wieder mehr erleuchten. Kannst du dir was dazu verdienen? Die Rewe-Gang besteht aus unserer Community. Du dreckiger Untermensch! Hab ich mich gerade in der Zeile verhört? Sag, wieso disst du meine Haare? Wir haben den gleichen Friseur. Hab ich mich gerade in der Zeile verhört? Sag, wieso disst du meine Haare? Wir haben den gleichen Friseur. Hallo Rewe! Ich bin das so geil wie aggressiv. Ich hab erst gedacht, jemand bricht durch die Haustür rein. Aber nein, das war nur ein Eifelfettkloß. Hey Mann! Hallo! Ich bin ja so geil, wie aggressiv die Gisela ist, ey. Du kleine Anime-Figur. Bei den pinken Ohren rolle ich mich lachend auf dem Flur. Vor der Kamera der Bad Boy, so wie gewohnt. Das hab ich doch genau so gesagt! Ich finde es halt so übelst geil, so den Kontrast zu sehen. So Gisela übelst aggressiv und so. Bei Jan denkt man halt so. Der schläft so halb ein, so wenn er die Zeilen so vorliest, so. Aber hintenrum bleibst du der süße Schwiegersohn. Der ist doch nicht süß. Aber hintenrum bleibst du der süße Schwiegersohn. Bo! Oh. Aber hintenrum bleibst du der süße Schwiegersohn. Oh. Wir wurden mit der Handycam bekannt, Rewe. Zum schnellst wachsenden Kanal in diesem Land, Rewe. Nicht zu verwechseln mit diesem Supermarkt. Ich bin Corona-positiv. Abgedreht. Haben wir. Dreh ich los. Komm raus. Der Montag hat wieder in voller Härte. Wir drehen hier gerade das Musikvideo für unseren Diss-Track gegen Rewe Inside. Wie einige von euch wahrscheinlich wissen, hat er auch einen Diss-Track gegen uns beide gemacht.
Das fanden wir nicht so nett und deswegen... Macht jetzt Tim weiter so, wie Jan gerappt hat, oder? Sind wir jetzt hier. Lukas ist auch dabei, der versucht gut, uns heute ein bisschen... Ich bin auch dabei. Ich bin auch dabei. Gut, dass man nichts gesehen hat. Wir versuchen heute ein lyrisches Meisterwerk auf die Beine zu stellen. Wieso siehst du dann aus wie eine Lauchzwiebel und dann irgendwie sowas? Oh, shit! Okay, das war krass. Das war krass. Oh, shit, du Lauchzwiebel! Und dann am besten noch so... Du gehst jeden Tag ins Studio, ein krasser Körper wäre dann ja plausibel. Doch wieso redet dein Körper dann einer Lauchzwiebel? Ey, yo, rede bitte halt mal die Fresse. Eine Sache, die ich nicht mach. Ich mach zwei! Ich mach eine Sache! Vor allen Dingen, ich stelle mir das voll schwer jetzt vor. Stellt euch mal vor, ich würde ein Lied rappen. Ich bin nämlich ein übelst krasser Underground-Rapper. Nee, ich würde ein Lied rappen. Und scheiße, ich würde meinen eigenen Text gar nicht merken, ne? Ich höre, es gibt so Lieder, die höre ich wirklich 5 Milliarden Mal. Die habe ich wirklich jetzt schon 5 Milliarden Mal angehört. Und die kann ich bis heute noch nicht. Also, nee, da vergesse ich immer noch den Text. Ich würde meinen eigenen Text vergessen. Ich würde dann, keine Ahnung, du bräuchst dann die ganze Zeit bei einem Musikvideo so einen Zettel. Ja, also, ja, okay. Wenn ich noch fragen muss. Oh, bei mir müsste man nach jedem Wort einen Cut machen. Ich habe gesagt, eine Sache, die ich unbedingt noch fragen muss. Meine Hände riechen so nach Lauch, ne? Und wirst du den Loch zu werfen? Hey, so nach Hebi. Mega. Warum bin ich eigentlich jetzt schon hier? Mein Part kommt irgendwann in 3 Stunden. Okay. Jeder mag die Vibes, doch keiner mag Hebe. Komm bei dir vorbei und beende dein Leben. Jan, übelst weit nach links. Auf deinen 3 Millionen hängst du schon seit einer Ewigkeit. Peinlich. Das ist so geil. Ich bin voller Energie. La 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 la. Du gehst jeden Tag ins Studio, ein krasser Körper wäre dann ja plausibel. Doch wieso ähnelt dein Körper dann einer Lauchzwiebel? Kannst du noch einen Ticken lauter machen, also ein bisschen. Ey, yo, Revi, bitte halt mal die Fresse, denn dein Hund aber geht mit. Aber krass, ne? Wie, ich muss sagen, wie gut er das dann so abgemischt hat, ne? Weil, sagen wir so, wie Tim, ja, ich rappe manchmal selber, just for fun. Ich schreibe auch selber Lieder von meinem Lied. Und ich wollte es mal selber abmischen, aber ich kann das einfach, ich habe auch gar nicht die Programme dafür. Aber es hat sich trotzdem, ich muss dazu sagen, ne, hat sich trotzdem eigentlich relativ gut angehört. Ich weiß gar nicht, ob man das so macht, wenn ich hier jemanden habe, der selber Musik abmischt. Ich habe das so gemacht, das eine Lied, was ich mal aufgenommen habe, da habe ich einen Satz immer gelesen und habe dann immer gecuttet. Macht man das so oder liest man dann, rappt man dann alles vor? Ich habe dann immer nur einen Satz gecuttet und das dann so zusammengeschnitten. Hat aber funktioniert, also kacke hört sich das gar nicht an. Und nein, wenn jemand jetzt nachfragt, ich werde die Lieder nicht online stellen, das ist mir ein bisschen zu peinlich. Gassi an der Stacheldrahtkette und eine Sache, die ich dich unbedingt noch fragen muss. Hast du deinen Hund mal gerettet aus einer Rattenzucht? Okay, ich will jetzt was hören, ne? Junge, warum? Warum? Warum bin ich rettet? Ja, die Aufnahme läuft! Okay. Boah, Alter! Entschuldigung. Ja, wenn Keller... Denn dein Hund geht mit der Gassi an der Stacheldrahtkette und eine Sache, die ich dich unbedingt noch fragen muss. Hast du deinen Hund mal gerettet aus einer Rattenzucht? Peinlich. Boah, krass, der Schneider. Schneide Schere, schneide scharf. Sag mal Schneider, Schere, schneidet scharf und beton dabei doch mal so richtiges. Boah, krass. So, einen noch, dann haben wir's. Hast du deinen Führerschein im Lotto gewonnen oder wieso fährst du jeden Mietwagen immer gegen Beton? Der riecht auch nach Revi, das arme Tier. Der riecht einfach nach Revi. Wir haben übrigens Revi geklaut für das Making-of. Den Hund meine ich. Was für eine Zweckproduktion, Alter. Ich will dem Hund jetzt auch nicht zu viel zumuten. Ich hab Valium dabei, das geht. Wir befinden uns gerade bei der nächsten Szene, die wir mit Akani, aka Revis Hund, aufnehmen werden. Akani, danke, dass du dich dafür bereit erklärt hast, hier bei diesem Film dabei zu sein. Der Hund, der... Und, ich weiß gar nicht, was los ist. Akani erstmal.
schon so ein richtiger Bro im Team mit am Kopf. Ja, also ich glaube, Revi braucht einen neuen Hund. Oh. Das ist ab jetzt eine Katze. Wolf, ran ihn rein! Du bleibst für immer bei mir. Was ist's? Töte deinen Hund, Revi. Wir kommen bei dir vorbei und beenden dein Leben. Jeder mag Gewalt, doch keiner mag Rewe. Wir kommen bei dir vorbei und beenden dein Leben. Alter. Das hört sich an, wie als der hier, keine Ahnung, arabischer Abstammung ist oder sowas. Da hat er ja gerade alles rausgeholt. Jeder mag Gewalt, doch keiner mag Rewe. Wir kommen bei dir vorbei und beenden dein Leben. Jeder mag Gewalt, doch keiner mag Rewe. Wir kommen bei dir vorbei und beenden dein Leben. Boah, eigentlich müsste man... Ah nee, hey, ist ja making off. Ich wollte sagen, ja, Zwiebel nehmen und die dann... Eine Lauchzwiebel und dann... Macht aber gar keinen Sinn, das ist ein making off. Und wie war's? Ja, war normal für mich halt, ne? Das ist ja... Bist du schon aufgeregt wegen deinem großen Auftritt? Da ist ein Kabel vor deiner Linse, du Spacko. Ja, und es ist komplett dunkel, deswegen ich sehe gar nichts. Es ist ein bisschen dunkel hier, wir drehen gerade hier unter einer Autobahnbrücke, man sieht nichts. Bist du aufgeregt wegen deinem großen Auftritt? Eigentlich nicht, aber eigentlich auch schon. Hallo. Hallo. Ich hab deine Mutter bei Facebook. Ja. Danke. Nicht. Doch. Doch. Mit zwei Handschuhen. Nein, 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 alles gut. Nein, hier doch. Ist gar nichts gut. Hier ist gar nichts. Ich hab Angst. Vielen Dank auch nochmal an die Person, die uns das hier überhaupt möglich gemacht hat, mit diesem geilen Auto zu drehen. Das war nicht Jan, es war auch nicht Lukas da hinten in der Ecke, sondern dieser Junge hier. Vielleicht kennen ihn einige schon aus unseren anderen Videos, der liebe Quentin, ja. Auch Frau Quentin genannt. Bruder, dem gehört eine Schule in Bonn. Mir hat Flex. Aber Flex. Ja, genau. Danke. Achso, der Delle gleich im Auto. Revi, Gisela will lieber mit der U-Bahn fahren. Revi, das Ende in deinem Namen steht für Lauch. Revi, das ist schlimmer ohne Auto, schon jetzt taucht. Die Regeln spielen aus unserer Community. So, ich bin gerade in der Zeit verhört. Also hier drauf gehe ich meine Rolle am ehesten auf. Ich mach Diät. Ey, Mann, die läuft. Junge, fuck mich nicht an. Das ist echt gut, ne? Real Talk, Digga. Gerade in der Zeit verhört. Sag, wieso disst du meine Haare? Wir haben dir gleich gefällt, ja. Ich bin da so geil. Hey, Jan, wie hat's dir so gefallen? Ach, also, ich hätte es mir deutlich, deutlich komplizierter vorgestellt. Hallo Inzestkind! Hi! Und er hört! Bist du Pasta oder was? Ja! Aber ich dachte, Tim ist der Käse weiß. Schwiegertochter gesucht. Schneide Schere, schneide Schaf. Nicht zu verwechseln mit diesem Supermarkt. Die steigt dann ein, wenn die Bahn da ist. Also, wenn er die Deutsche Bahn meint, also niemals, da kann man auch zu Fuß laufen, da ist man schneller unterwegs. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Es war doch mal voll schön, das Making-of zu sehen. Yay! Nee, ich höre auf damit. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns definitiv, Dativ, Akkusativ im nächsten Video. Bis dahin, haut rein und tschüss.